Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zum neuen Samsung Galaxy S7 Edge. Und viele wird natürlich interessieren, wie gut die Leistung des neuen Handys ist oder wie sehr sie sich gesteigert hat. Und dazu habe ich hier mal drei Apps installiert und die dortigen Benchmarks durchlaufen lassen. Was hat denn das Handy jetzt? Okay, dann wechseln wir einmal, wenn CF Bench nicht möchte. Und im AnTuTu Benchmark schlägt das Samsung Galaxy S7. Wir sehen hier oben die Ergebnisse mit knapp 130.000 seinen Vorgänger. Das Edge um 40.000 Punkte. Das OnePlus 2, den Flaggschiff Killer, um 50.000 Punkte, das Xperia Z5 um ein bisschen mehr als 50.000 Punkte. Also ist hier wirklich deutlich eine Leistungssteigerung zu sehen. Schauen wir uns das Ganze einmal in den Einzeltestergebnissen an. Wir haben hier die Testergebnisse für den 3D-Test im Garten und ausgesetzt. Wir sehen insgesamt 37 Punkte. 43.000 bei der UX-Testung, 40.000 bei der CPU-Testung und 10.000 bei der RAM-Testung. Also wirklich ein ordentliches Ergebnis und zurzeit zumindest, aber da ist es ja eher ein Wettstreit der Hersteller als wirklich ein Wettstreit der Anwender. Alle anderen Devices ohne Probleme geschlagen, schade. CF Bench zeigt hier jetzt erstmal keine Ergebnisse. GFX Bench ist insofern für die Ergebnisse ganz interessant, weil hier die Grafikleistung des Handys einmal getestet wird und die wiederum dann in den einzelnen Ergebnissen, die wir jetzt so insgesamt durchklicken können, verglichen werden, zum Beispiel aber auch mit anderen Devices, wie zum Beispiel hier dem Google Pixel C, dem Nvidia Shield Android TV, aber hier unten auch, zum Beispiel das Nvidia Shield Tablet mit 879 liegt das Galaxy S7 Edge knapp dahinter, also gar nicht schlecht. Und wenn wir dann gucken, Google Nexus 9 und hier erst mit 500 Punkten kommt dann so langsam der Vorgänger, das Galaxy S6 Edge. Also hier eine deutliche Leistungssteigerung und das ist ja auch das, was Samsung bezüglich des S7 und des S7 Edge versprochen hat. Und dieses Ergebnis zieht sich durch viele einzelne Tests. Hier in dem Manhattan-Test ist es aber so, dass das S6, das Galaxy S7 Edge doch noch deutlich schlägt. Ich weiß nicht, ob hier während des Testes irgendwas auf dem Handy passiert ist, dass das Ergebnis so viel schlechter ist. Aber ansonsten, das Galaxy S7 wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis, teilweise. Hier jetzt zum Beispiel Opala im T-Rex-Test, wenn wir uns das einmal angucken, sogar nur knapp hinter dem iPad Pro in den Leistungsergebnissen. Also wirklich, wirklich eine gute Leistung. Da kann man überhaupt nicht meckern. Insgesamt merkt man die Leistung bei der Bedienung schon, beziehungsweise man merkt sie eigentlich nicht. Also das Handy reagiert sofort auf alle Knopfdrücke, die man hier einmal setzt. Man hat da keine Verzögerung drin, alles öffnet sich sehr, sehr flink. Aber das liegt sicherlich nicht unbedingt nur daran, dass die Leistung vom Hersteller nochmal gesteigert wurde, sondern das war eigentlich auch bei den Vorgängermodellen schon so wirklich deutlich ersichtlich. Aber insgesamt sehr, sehr gute Ergebnisse in den aktuellen Leistungstests und damit für alle die, die mit ihrem Handy eben auch viel spielen wollen und hier Grafikleistung und CPU-Leistung brauchen, werden mit dem Galaxy S7 sicherlich keine Sorgen haben. So, das war's dann mit diesem kleinen Video zum Samsung Galaxy S7. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.